Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Craft Attack 8. Und heute haben wir wieder absolut Großes vor. Denn wir sind gerade an einem ziemlich krassen Projekt wieder mal in Craft Attack da dran. Wie ihr vielleicht wisst, Craft Attack wird sehr viel gestreamt. Und auch heute, wenn diese Folge erscheint, gibt es einen Livestream. Also schaut super, super gerne vorbei. Ich sag mal so, wir haben gerade ein Projekt, für das wir ungefähr 140.000 Wolle brauchen. Oder eher sogar noch ein bisschen mehr. Es ist ziemlich crazy und vielleicht könnt ihr euch auch schon denken, was es ist. Es geht nämlich um ein Map-Art. Wir haben schon sehr viel Wolle bekommen. Wir haben zwei sehr große Sponsoren. Der eine ist Veto, also Norman, und der andere ist Kunga. Und die beiden haben schon fleißig Wolle gespendet. Wir haben auch hier schon super viel weiße Wolle und sowas mit drin. Trotzdem fehlt uns für unser riesiges Projekt noch, hallöchen, noch unglaublich viel mehr Wolle, als wir ansatzweise haben. Ich sag mal so, ihr könnt euch am Wochenende auf ein hoffentlich sehr, sehr krass cooles Video freuen zu diesem absolut riesigen Projekt. Dann sind wir im besten Fall tatsächlich auch fertig, zumindest mit den meisten Sachen davon. Wir gucken einfach mal. Wir düsen mal diesen absolut wilden Weg entlang durch den Nether zu einem neuen bestimmten Portal, das ja schon sehr lange Zeit dort steht und in das auch schon sehr viel Arbeitszeit geflossen ist. Ihr bekommt es gleich auf jeden Fall schon mal einen kleinen Sneak Peek, was euch dann am Wochenende erwarten wird. Aber wir werden gleich auch noch ein bisschen was anderes bauen, denn ihr seht vielleicht hier schon einen kleinen Teil von unserem Map-Art. Ja, wir wollen ein riesiges Map-Art bauen für den Hydroloop. Wir drücken einfach mal M, damit ihr seht, wie weit wir gerade eben sind. Es ist schon relativ gut. Es geht auf jeden Fall voran. Es fehlt trotzdem noch unglaublich viel. So eine riesige Timelapse davon geben und alles, was ihr hier gerade seht, den ganzen grauen Hintergrund, den müssen wir irgendwann noch weiß machen. Und das wird sehr, sehr, sehr lange dauern. Ich bin sehr gespannt und wir werden sehr viel Wolle dafür brauchen. Deswegen fliegen wir einfach mal rüber. Ich würde gerne nämlich eine Wolle-Farm auf diesem, ja, halt auch direkt hier auf der Insel mit dazu bauen. Das ganze Map-Art, das wir bauen werden, ist 3x3 Maps groß. Also 24x24 Chunks. Wir fliegen einfach mal nach hier drüben. Das ist ungefähr irgendwo die Mitte. Und da habe ich gerade auch eine kleine Karte aufgebaut. Auch wenn die Chunks praktisch so gut wie gar nicht laden gerade. Aber hier seht ihr, wie das Map-Art später aussehen soll. Das sind eben 3x3 Karten, die immer wieder aktualisiert werden müssen. Und hier entsteht unser ganzes riesiges Ding. Es ist, wie gesagt, sehr viel. Es sind ungefähr 140.000 Wolle, also 140.000 Carpets, die wir dafür brauchen werden. Das sind um die 50 Doppelkisten. Und selbst mit unseren Sponsoren wird das, glaube ich, sehr lange dauern. Deswegen kümmern wir uns jetzt mal darum. Habe ich mein Bett hier drüben? Ich hatte hier irgendwo mein Bett, aber ich weiß nicht genau, wo das ist. Selbst mit unseren Sponsoren wird es ewig dauern und deswegen kümmern wir uns eben selbst auch noch mal ein bisschen darum, hier irgendwo eine kleine Wollfarm aufzubauen, damit wir im besten Fall auch genug Wolle für das ganze Projekt haben. Schau mal, wir gerade jemand schlafen gehen. Das ist ein bisschen unlucky, aber dann haben wir gerade ganz kurz ein bisschen Zeit, damit ich euch die Farm erklären kann. Wir sind ja hier ganz gut ausgeläutet. Das heißt, da sollten jetzt nicht unbedingt so viele Monster spawnen. Gehen wir vielleicht noch hier hin? Okay, ich sag mal, es ist auch eine sehr effiziente Mob-Farm. Wir haben ein paar Shulker-Chests hier mit dabei, die wir benutzen werden. Das hier ist sowieso nur noch Shulker-Chests mit Wolle. Die hier werden wir gleich auch noch brauchen. Und dann können wir eigentlich theoretisch schon mit diesem ganzen Design beginnen. Wir werden natürlich noch ein bisschen was an Grass brauchen. Wir können uns vielleicht jetzt auch schon mal was holen. Oh, und hier oben ist sogar einfach ein Schaf. WTF, wie cool ist das denn? Okay, wir bräuchten natürlich im besten Fall direkt noch ein zweites Schaf, damit wir die paaren können. Aber das ist schon mal sehr nice. Was geht ab, Bro? Der wird bald hier drüben reingepackt. Das ganze Design, das wir bauen werden, ist natürlich von dem Maestro, höchstpersönlich von Il Mango. Von dem habe ich zumindest das Video davon gesehen. Es ist ein sehr effizientes, sehr kleines und sehr kompaktes Design, was ziemlich, ziemlich cool ist. Es besteht natürlich aus Subservern. Ich glaube, daraus besteht, besteht der Großteil von solchen automatischen Farmen. Und wir erklären einfach mal ganz kurz grob, wie das Ganze... Ach, hier ist mein ganzes Holz. Oh mein Gott, das habe ich dir... Oh, vielleicht können wir jetzt schlafen. Oh, das ist gut. Yes, sir. Okay, dann können wir das Ding tatsächlich jetzt auch nochmal ein bisschen besser aufbauen. Also, wir beginnen natürlich mit einer kleinen Zelle, auf denen zwei Schafe stehen werden. Es wird so ein... Ja... Sehr kompaktes Design. Wir haben drei Blöcke und auf diesen drei Blöcken stehen zwei Schafe. Dann brauchen wir in der Mitte davon einen Zaun. Der Grund dafür ist auch relativ simpel. So haben die Schafe genug Gras zu essen, aber sind gleichzeitig auch mit ihrer Hitbox so, dass der Dispenser sie abscheren kann. Ich glaube, die Trapdoor muss hier oben hin, wenn ich mich nicht täusche. Fingers crossed. Und dann können wir uns jetzt eigentlich sogar schon um den technischen Teil kümmern. Das heißt, hier kommt einfach ein Observer hin und der Observer detektet, ob eben dieser Grasblock hier drüben abgegessen wird. Beziehungsweise, wait, wir machen nicht das hier, sondern das war komplett falsch. Wir gehen hier rüber hin. Die Observer detekten, ob die Grasblöcke abgegessen werden. Denn wenn sich das Ding eben zu Dirt verändert, dann gibt der Dispenser logischerweise, der Observer logischerweise ein Signal aus. Danach machen wir Blöcke dahinter, die das ganze Ding weiterleiten. Schnappen uns einen Sticky Piston, der zeigt hier hin und jetzt brauchen wir unseren
leeren Dispenser, der dann im besten Fall, wir könnten hier sogar direkt nochmal eine Lichtquelle hinmachen. Ich denke mal, das funktioniert. Wir brauchen genug Licht, damit unser Gras später wachsen kann. Dispenser kommt hier oben drauf und dann kommt nochmal ein zweiter Observer nach hier hinten. So, der einfach nur in diese Richtung zeigt. Wenn wir jetzt ein komplett super krass automatisches System haben wollen, dann benutzen wir tatsächlich sogar noch einen Dropper mit dazu. Können wir ganz kurz gucken, ob wir den so angeln können. Ich glaube aber tatsächlich schon. Ja, perfekt. Okay, dann benutzen wir dafür auch noch einen Dropper, damit der Dropper Scheren in den Dispenser praktisch nachfüllt. Das ist einfach nur, man könnte auch einen Hopper benutzen, aber bei einem Hopper hätten wir das Problem, dass irgendwo eine Hitbox, also eben die Hitbox von dem Block kleiner wäre und dann könnte da oben drauf irgendwie Wolle hängen bleiben. Und das wollen wir nicht. Auf die Seite hinten kommt, glaube ich, sogar jetzt schon Gras, damit er da immer wieder spreaden kann in verschiedene Richtungen. Ich bin mir aber gar nicht mal so ganz sicher. Und der Rest dieser ganzen Blöcke ist, soweit ich weiß, eigentlich auch relativ egal. Das heißt, wir könnten irgendwie sowas hier machen und dann oben drüber eben, ja, keine Ahnung, auch wieder Gras oder was auch immer. Es gibt da, glaube ich, eine ganze Menge verschiedene Dinge. Wir würden für jetzt, glaube ich, erstmal versuchen, das Schaf irgendwie hier rüber zu bekommen. Auch wenn das, glaube ich, relativ interesting wird. Aber um mal ganz kurz zu demonstrieren, was praktisch passieren würde, wenn wir jetzt, nehmen wir einfach mal, okay, jetzt habt ihr es gerade schon gesehen, nehmen wir einfach mal ein Item wie dieses Spruce Planks. Wir legen mal einen hier rein, den Rest legen wir oben in den Dropper. Und wenn sich jetzt der Block hier vor diesem Dispenser updatet, dann gibt er ein Signal nach hinten aus, zieht den hier runter, zack, macht den hier. Ihr seht, es wird einer rausgeschossen und es wird ein neuer nachgelegt. Das Nachlegen passiert natürlich nur, wenn unsere Scheren später kaputt sein sollten oder so, aber auch wenn wir das jetzt wieder machen, dann passiert genau dasselbe. Einer wird nachgelegt und der andere wird geschossen und wir haben dann eben im besten Fall später hier unsere Scheren drin in diesem wunderbaren Dispenser, der dann benutzt wird, um unser Schaf zu scheren. Und dann heißt es für uns nur noch, dieses Schaf irgendwie auf eine gute Art und Weise rüber zu bekommen und hoffentlich in die Ding zu manövrieren. Das wird jetzt ein bisschen interesting, weil ich kein einziges Stück Weizen dabei habe. Okay, ich sag mal so, Schaf ist auf jeden Fall schon mal hier. Das ist schon mal ganz nice. Wir könnten jetzt versuchen, vielleicht eine Minecart-Strecke zu machen. Das Ding ist, wir müssen die ganze Zelle eigentlich nochmal umbauen. Ich will es nur gerade gerne einmal schaffen, damit das irgendwie schon mal hier drin ist. Oh, ja moin, oder es geht einfach von komplett alleine rein. Was für eine Minecart-Strecke? Nein, 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 jawoll! Oh mein Gott, hä, wie cool ist er denn? Ja, chillig, gut, dann haben wir unser Schaf jetzt hier drin und können uns, glaube ich, darüber freuen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es vielleicht noch ein Stück weiter einquetschen müssen oder ob es normalerweise nicht hüpft. Ich glaube, es hüpft vielleicht normalerweise gar nicht erst. Ich meine, im besten Fall machen wir die Sea Lanterns hier an der Seite auch noch zu Gras, damit wir hier die maximale Möglichkeit haben. Oh, und da ist es schon passiert, dass für uns eben, ja, Gras abgefarmt wird. Gras weiterspreadet. Das heißt, hier sitzt gerade Dirt. Das muss wieder neu wachsen. Wir haben hier unten unsere Wolle und eben das Ding, warum wir jetzt alles nochmal neu bauen müssen, ist einfach nur, dass wir unten drunter ein Minecart-Collection-System brauchen. Also ein Hopper-Minecart, das da hin und her fährt und dann eben die Items hier drüben aufsammelt. Und das machen wir jetzt super, super, super oft. Da werde ich auch im Stream ein bisschen weiter bauen. Also im Stream das ganze Ding noch größer bauen, die Schafe immer wieder weiter vermehren. Ich denke, es ist vielleicht sogar ein bisschen sinnvoller, erstmal die Module zu machen und nebenbei unsere Schafe zu züchten. Dann müssen wir halt nur gucken, dass wir irgendwo anders nochmal ein Schaf mit herbekommen und dann können wir die Schafe später in die jeweiligen Kästen oder sowas hier bringen. Aber ich glaube, so kann man grob schon mal erkennen, wie das Ganze hier funktioniert. Wir bauen das Ding jetzt ab. Dann machen wir ganz kurz ein kleines Schafgehege. Tada! Okay, soweit so gut. Ich meine, die Schafe müssen nicht unbedingt fressen normalerweise, oder? Sollen sich am Anfang erstmal nur vermehren, das ist mir eigentlich relativ egal. Dann gucken wir jetzt, ob wir ein zweites Schaf bekommen. Und dann machen wir unsere ganzen Module. Und da ist sogar eins. Oh mein Gott, okay, das ist ziemlich nice. Hier direkt an der Seite des Berges. Oh, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir das Schaf nicht irgendwie direkt hier runterschuppen. Sehr schön. Okay, und Schafi, down we go into the water. Und dann geht es ab in ein neues Gehege, wo du Kinder machen wirst. Und so viele Kinder wirst du machen. So, open the gates. Schaf kommt rein. Close the gates. Und herzlich willkommen in deinem neuen Zuhause. Ich hoffe, es gefällt dir. Wir machen hier, glaube ich, dann noch irgendwie so ein, ne, ihr wisst schon, Carpet-mäßig, dass wir hier raushüpfen und reinhüpfen können. Sag mal so, Carpets haben wir, glaube ich, im besten Fall tatsächlich genug. Und jetzt brauchen wir halt eigentlich auch noch Weizen. Ne? Also ich habe keine Ahnung, ob ich hier jetzt nochmal zusätzlich ein Weizenfeld anbauen soll oder ob ich mir erstmal super viel Weizen holen oder farmen soll, bevor wir... Ja, ich glaube, wir holen uns erstmal super viel Weizen, oder? Wenn wir das gleich eh schon vorhaben, können wir auch direkt mal im Nether ein paar Bone-Blöcke mitnehmen. Dann haben wir eine Shit-Ton auf Knochenmehl, auch wenn wir das, glaube ich, sowieso schon haben. Aber jetzt haben wir noch mehr. Heißt, auch im Umkehrschluss noch mehr Eisen. Wir haben tatsächlich nicht ein einziges Weizen, geschweige denn irgendwelche Seeds bei uns zu Hause. Ist aber gar nicht schlimm. Wir benutzen aber das Feld von jemand anderem. Wir machen ja nur Bone-Mehl die ganze Zeit drauf und dann nehmen wir das Weizen mit und packen es ein. Da oben ist sogar ein bisschen was. Guck mal.
Wir werden jetzt einfach kurzzeitig zum Weizendieb auf dem ganzen Server hier, ernten das Feld von jeder Person ab, die ich finden kann, und dann hinterlassen wir einfach alles wieder schön nachgepflanzt, als wäre nichts gewesen. Das hier scheint mir doch ein absoluter Checkpot zu sein. Wir farmen einfach mal das ganze Feld ab. Ist irgendwas anderes noch mit dabei? Da sind noch ein paar Karotten oder so. Okay, nee, das wird abgeerntet und dann nachgepflanzt. Okay, ich glaube, damit kann ich mich auf jeden Fall zufrieden geben. Das war eine sehr, sehr gute Ausbeute. Wir haben knapp 10 Stacks Weizen bekommen und das müssen wir natürlich auch erstmal verfüttern, ne? Das geht ja nicht von jetzt auf gleich. Und perfekt, zum Sonnenaufgang sind wir wieder bei uns. So, hier habt ihr eure erste Lieferung an Weizen. Es wird noch vieles mehr kommen, aber für den Anfang reicht das, glaube ich, schon mal. Jetzt müssen wir uns darum kümmern. Wir können das hier erstmal wieder wegmachen. By the way, der Rand, auf dem wir gerade bauen, der wird auch Teil des Map-Arts, oder der ist schon Teil des Map-Arts. Also das hier wird nicht irgendwie umgebaut, sondern es ist einfach nur ein kleiner Rand, der das Ganze eben nochmal mit dazu enthält. Und die beiden Inseln hier links und rechts, die müssen wir auch nochmal komplett, oder oben und unten müssen wir auch nochmal komplett wegmachen. Okay, ihr seid soweit so gut. Jetzt geht es darum, ein kleines, cleanes Design zu finden für unsere... Ach, das ist eine andere Schalker-Box. Für unsere ganze Farm. Und ich denke mal, das Einfachste ist, wenn wir da einfach mit dem Powered Rails anfangen und die mal irgendwo in eine Linie legen. Wir werden später auf jeden Fall auch einen kleinen Schalker-Box-Unloader brauchen für die ganze Farm. Deswegen bauen wir den jetzt schon mal direkt. Wir bauen dafür einen wunderbaren Hopper. Und das kommt jetzt halt trotzdem hier so ein bisschen drunter. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Sollte normalerweise schon fit gehen, hoffe ich. Das heißt, hier kommt jetzt einfach nur ein kleiner Hopper dran. Wir haben so viel Zeug im Inventar, das wir nicht brauchen gerade, ey. An den Hopper kommt natürlich ein Comparator. Dann kommt hier oben drauf ein Repeater. Da hinten drauf kommt das hier. Der Block dahinter kommt weg. Da kommt eine wunderbare Redstone-Torch hin. Zack, dann sind diese Schienen hier dauerverpowert. Und wenn wir jetzt einen Hopper Minecart machen, dass er dann langfahren kann, dann wird er später immer entladen. Gerade hat das gar nichts, das heißt, es würde sofort zurückbouncen, wenn wir dem jetzt irgendwie Blöcke geben. Zack, dann werden die ganzen Blöcke entladen, hier in die Kiste gelegt und erst, wenn alle Blöcke bis auf den letzten leer sind, dann geht das Ding wieder an und das Minecart fährt zurück in die andere Richtung. Und hier stoppt es natürlich sofort, weil, ja, noch nicht bepowert. Und dann heißt es jetzt natürlich auch, so gut es geht, hier mit ein paar Grasblöcken, ein bisschen Dirt und sowas über die Schienen zu bauen. Darunter soll das Hopper Minecart entlang fahren. Ja, und dann kommt jetzt halt eigentlich die ganze Prozedur, die wir gerade eben hatten mit den Trapdoors, mit den Fences und sowas, die hier überall mit dazu gebaut werden, nochmal nach hier oben. Immerhin wissen wir jetzt, wo die Observer und sowas hinkommen. Das heißt, die kommen beide in diese wunderbare Richtung. Da können wir einfach irgendwelche Blöcke dran machen. Unten kommt auch wieder eine Light Source hin, I guess. Das heißt hier, dann brauchen wir unseren Sticky Pisten, da müssen wir uns unbedingt noch mehr, wie heißt es, noch mehr Slime Boys kaufen. Ich habe nämlich gerade nicht genug, ich habe nur irgendwie 2 Stacks normale Pistons oder sowas mit dabei, aber das geht dann hoffentlich schon fit. Dann haben wir hier einen Dropper, der wieder nach unten zeigt und dann haben wir es mit diesem Server tatsächlich schon geschafft. Dann natürlich wieder Gras hin an die beiden Seiten, hinten können wir Gras, glaube ich, dauerhaft durchgehend machen, wenn ich mich nicht täusche. Also müssen wir einfach mal gucken. Ist natürlich sehr wichtig, dass sich das Gras hier überall hin spreadet die ganze Zeit, dass wir nicht irgendwo Dirt haben. Vor allem auf diesen Seitenschienen muss, glaube ich, immer überall alles Gras sein. Und hier oben drauf müssen wir halt mal gucken. Ich glaube, ob wir... Okay, wir können keine Sea-Lanterns machen. Wir brauchen, glaube ich, Glas, ne? Wir müssen sowas hier machen. Aber wir könnten hier oben maybe Sea-Lanterns mit dazu machen. So, und dann da vielleicht meinetwegen noch ein Glas mit hin oder sowas. Zack, zack. Oh, und habt ihr gehört? Er hat gerade schon gefeuert, weil irgendwo was gewachsen ist oder so. Die Schafe da reinzubringen wird natürlich auch nochmal eine ganz andere wilde Nummer, aber das machen wir dann wahrscheinlich einfach mit irgendwie einem Minecart-System oder sowas. Das geht dann hoffentlich relativ einfach. Und ich glaube, wir können die ganzen Dinger jetzt sogar so direkt aneinander bauen. Das heißt, hier würde das nächste Teil davon kommen. Das kann eigentlich auch eine Sea Lantern werden, oder? Wird das eine Rolle? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, das hat genau bis auf die letzte Dirt, die wir hatten, gereicht. Ey, ich liebe es, das ist so oft irgendwie schon passiert in diesem Craft Attack. Frag mich nicht wieso, aber ja, es ist sehr, sehr cool. Genau, hier kommen jetzt überall die ganzen Observer hin. Sea Lanterns dazwischen. Ja, das geht, glaube ich, schon relativ gut fit. Hier in der Mitte muss natürlich immer wieder einer raus, aber ich glaube, mittlerweile kennt ihr das Design und habt hoffentlich verstanden, wie es funktioniert. Der Observer muss natürlich auch wieder hier hin. Ey, und dann haben wir damit tatsächlich schon Modul Number 2. Okay, warte mal, der Observer hätte sogar so bleiben können, wie er gerade war. Alright.
soweit. Ich glaube, wir sind soweit zum größten Teil fertig. Uns fehlen noch die Sticky Pistons, aber ansonsten haben wir tatsächlich alles komplett damit gebaut. Die Dispenser müssen noch mit Scheren befüllt werden. Das ist aber so das kleinste Problem. Ich glaube, es ist gerade jemand schlafen, deswegen ist das eher ein größeres Problem. Aber ich habe super viel Eisen dabei. Also gerade das ist eigentlich das geringste Problem, jetzt hier irgendwie Scheren oder sowas nachzulegen. Machen wir trotzdem mal direkt, damit wir das schon mal hinter uns gebracht haben und im besten Fall alle Dispenser und alle Dropper komplett voll haben mit Scheren. Dann haben wir 18 Stück und die sollten, glaube ich, relativ lange halten, hoffe ich. Okay, damit wäre die Aufgabe tatsächlich auch schon mal erledigt. Gerade noch ein paar Nuggets gecraftet. Okay, das sah sehr weird aus, aber soweit sollte das, glaube ich, passen. Wie sieht es bei euch aus? Ihr seid mittlerweile hoffentlich auch schon wieder ready. Yes, sir. Okay, das ist super nice. Guck mal, da waren sogar noch drei Scheren mit drin. Wäre gar nicht so viel gewesen. Und wir bauen jetzt für unsere Module, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn jetzt gebaut? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Stimmt das? 11 Module haben wir. Okay, wir haben 11 Module von diesen ganzen Dingern. Das heißt, wir brauchen das Doppelte davon an Schafen, die wir dann da reinlegen können. Wir brauchen noch ein paar mehr Sticky Pistons. Und unser Gras muss sich noch ein bisschen spreaden, aber das sollte soweit passen. Wir müssen manchmal gucken. Es könnte eigentlich sein, dass wir sehr unlucky waren. Aber nee, okay, da ist alles gut. Nur diese eine Kammer hier vorne, glaube ich. Genau, hier ist noch ein bisschen wenig Gras, aber das spreadet sich hoffentlich auch. Ich hoffe, das kann auch hier unter dem Glas entlang wachsen. Ey, und dann ballern wir unsere ganzen Schafe hier drüben rein. Die machen für uns die ganze Zeit Wolle, während wir hier einfach nur chillen und irgendwie an unserer Map-Art weiterbauen. Wir können das beliebig erweitern, dieses ganze Ding hier. Guck mal, hier sind noch ein paar Baublöcke und sowas mit dabei. Das heißt, wir können einfach direkt nochmal eine Reihe hier neben setzen, wir können eine drüber setzen, eigentlich völlig egal, und da die Schafe mit reinballern und dann bekommen wir tatsächlich sehr, 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 sehr viel Wolle. Aber gut, ich würde sagen, das war's von dieser Episode Craftatic 8. Wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da, schaut im Livestream vorbei, da werden wir an der Wolfarm und an dem Map-Art weiterbauen. Am Samstag oder am Sonntag gibt es dann das Video zu dem kompletten Map-Art und dann ist das, glaube ich, ganz nice. Okay, also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Peace.